Nach rund 14-monatiger Bauzeit erfolgte am 9. Mai in Steyr die offizielle Eröffnung des umgebauten Taborknotens. Sowohl die B115 Eisenstraße als auch die B122 Voralpenstraße sind wichtige Verkehrsverbindungen von und nach Steyr. Den Taborknoten frequentieren täglich bis zu 36.000 Fahrzeuge. Die alte dreiarmige Kreuzung war aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in den Spitzenstunden laufend überlastet. Verkehrsbehinderungen durch Staus und Unfälle waren an der Tagesordnung. 20 Jahre begleitet mich der Taborknoten. Sie können mir glauben, wir haben wirklich alles probiert. Oberirdisch, unterirdisch, die Lösung, eine andere Lösung. Und wir haben lange nicht den Stein des Weisen gefunden. Jetzt haben wir ihn und jetzt gehe ich davon aus, dass wir eine bessere Zeit vor uns haben, als wir hinter uns haben. Wir haben mehr Fläche für die Fahrzeuge zur Verfügung und wir haben auch eine viel sicherere Situation für die Fußgänger, für die Radfahrer. Für die war es in der Vergangenheit relativ gefährlich hier. Mit der neu geschaffenen, modernen innerstädtischen Verkehrslösung werden die Behinderungen der Vergangenheit angehören. Rund 5 Millionen Euro wurden dafür investiert. Wir haben ein riesiges Projekt in relativ kurzer Zeit abgewickelt, eine Riesenkreuzung umgebaut, neu gebaut. Der Durchfluss ist besser geworden, die Verkehrssituation ist besser geworden und Mobilität bedeutet Fortschritt. Ich glaube, ist uns gemeinsam mit dem Land Oberösterreich wirklich was sehr Gutes gelungen. Der Umbau des Taborknotens wurde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt steht ein weiteres großes Straßenbauprojekt in der Eisenstadt an, die Westumfahrung. Eines wird fertig und das nächste wird schon wieder eingefordert. Ich habe heute zugesagt, dass wir bis Ende 2015, das ist immerhin schon im nächsten Jahr, die Steyrer Westspange fertig geplant haben werden, dass sie baureif sein sollte, sodass sie in der nächsten Wahlperiode von 2016 bis 2021 auch umgesetzt werden kann. Da sind wir uns sicher, dass wir auch dieses Großprojekt stemmen, weil wir reden ja da von 30 Millionen Euro, die dann zwischen 2015 und 2021 finanziert werden müssen. Eine weitere Herausforderung für den Straßenbau lauert im Steyrtal. Erst kürzlich musste im Bereich Obergrünburg die Steyrtalstraße gesperrt und saniert werden. Hier drohte erneut ein Straßenabschnitt abzurutschen. Wir haben auf dieser Strecke immer wieder Probleme gehabt, weil eben das Konglomerat sehr instabil ist. Manche erinnern sich auch noch an den Tunnelbau in Grünburg, wo uns sehr viel Gefahr gedroht hat und wo wir auch manchmal nicht gewusst haben, wie wir den Tunnel bei diesen Verhältnissen bauen sollen. Aber wir werden die Probleme lösen und es ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Und wenn die Frechter einige Tage eine andere Strecke fahren müssen, wird das auch zum Aushalten sein.